Das Martyrium geht weiter, so könnte man es wahrscheinlich sogar umschreiben, wenn tatsächlich noch mal einmal auf den Stundenchart geguckt. Wir sehen die deutliche Abwärtsbewegung. Der Markt erholt sich, alles wieder super. Okay, es ist dreiwellig, das ist schon mal nicht besonders ein gutes Zeichen, wenn der Markt so aussieht. So, als nächstes wieder Schub nach unten. Jetzt geht er wieder nach oben. Ja, es ist wieder dreiwellig, das spricht schon wieder für den nächsten Abwärtsmove. Also es ist sehr, sehr viel, was dafür spricht, dass der Markt immer noch nicht da ist, wo er hin will, sondern dass die Abwärtsrichtung wohl noch die vorherrschende ist. Allerdings, so ganz deutlich ist das auch nicht, denn auch hier gibt es so einige charttechnische Ungereimtheiten. Da will ich jetzt in diesem Video nicht unbedingt drauf eingehen. Das können wir dann an anderer Stelle intensiver diskutieren. Aber wir sehen schon, dass der Markt eben sehr, sehr schnell und sehr, sehr wechselhaft ist. Also wir sehen das immer dann, wenn der Markt eben die Richtung mehrfach so sehr schnell eben ändert. Ich habe es hier eben schon eingezeichnet, Entschuldigung, eine horizontale Linie, ich kriege es schon gar nicht mehr raus. Eine horizontale Linie hier an der Stelle, die für mich eigentlich ein Indiz ist, wenn die gebrochen wird, dass der Markt nach unten geht. Warum erzählt er das hier? Das müsste doch ein Trade geben, als Trade des Tages beispielsweise. Ja und nein, das Problem an der Geschichte ist, dass eigentlich meine Erwartungshaltung, wenn ich sowas ist, eine Fortsetzung nach unten ist, ja. Aber da wir hier ja schon mal eine Gegenbewegung haben, die Gefahr also ist, dass das die vierte Welle ist. Jetzt kann man sagen, pff, ist doch egal, zähl doch durch. Aber das Problem ist, dann habe ich keine klare Zielerwartung mehr. Wenn wir Pech haben oder Glück, je nachdem, aus welcher Richtung man das sieht, ist diese Bewegung ungefähr von der Größenordnung das, was wir hier hinten zu erwarten haben. Also nicht die gesamte nochmal nach unten. Die wäre natürlich viel toller, wenn man da Short gehen will, weil die Chance-Risiko-Relation eine deutlich bessere ist. Das hätten wir in dem Fall allerdings nicht. Jetzt will ich auf eine andere Sache nochmal eingehen, weil ich so viel Feedback bekommen habe zu den aktuellen Situationen. Jetzt geht es doch um das Stimuluspaket und warum reden wir hier überhaupt über irgendwelche Short-Szenarien und ist es überhaupt einigermaßen aufrecht zu erhalten, dass der Markt hier runtergeht, wenn doch auf der anderen Seite über Stimuluspakete gesprochen wird und es ist doch eigentlich egal, ob es die Demokraten machen oder die Republikaner, eigentlich sprechen doch alle dafür, dass irgendwie Geld ausgegeben wird, der eine mehr, der andere weniger. Da muss doch der Markt nach oben gehen. Wir haben es doch in China gesehen. Dort wurde der Markt massiv stimuliert und offensichtlich hat das gewirkt, denn wir haben es ja gesehen, das dritte Quartal in China ist sehr gut ausgefallen, 4,9% Wachstum und man rechnet damit, dass es dieses Jahr trotz aller Schwierigkeiten trotzdem noch ein positives Wachstum gibt in China. Und da sind die Stimulusaktionen der dortigen Regierung durchaus ein Thema. Ja, dann muss das doch hier auch wirken. Das Problem ist nur, die Marktteilnehmer sehen das im Moment nicht so. Das sehen sie aktuell nicht so in dieser Aufwärtsdiskussion, das sehen sie aktuell nicht so in dieser Abwärtsdiskussion. Diskussion ist gut, aber am Markt wird eben nun mal über den Kurs diskutiert. Und da sehen wir, dass im Moment die Marktteilnehmer offensichtlich dazu nicht bereit sind. Natürlich kann es sein, dass der Kurs, aus welchen Gründen auch immer, jetzt kommt einer auf die Idee und sagt, wir schicken Milliarden und Abermilliarden in die Haushalte und der Kurs geht weiter nach oben, weil halt alle kaufen. Das ist denkbar, aber es ist nicht das wahrscheinlichste Bild aus aktueller Sicht. Deshalb ist für mich immer so relevant, das mit im Auge zu haben und, das ist ganz wichtig, egal in welche Richtung man unterwegs ist, immer auch mit einem Stop zu arbeiten. Ich weiß, das wird gerne vergessen, dann sagt man, ja, er sagt Short oder ja, er sagt Long. Oder es ist mir völlig plausibel und klar, dass das und das die nächste Bewegung ist. Das mag sein, finde ich auch einen interessanten Ansatz manchmal. Das Problem ist allerdings, wenn es dann anders kommt, wird es häufig sehr teuer und man vergisst dann gerne den Stop, weil das ist eine doofe Geschichte, es kostet nur Geld, es kostet Mühen. Am Ende wird man ausgestoppt, dann geht der Kurs doch weiter. Richtig, das ist dann doof. Aber das ist das Hilfsmittel, mit dem wir als Händler arbeiten müssen. Ob ihr mit dem Stop absichert, ob ihr über Knockout-Funktionalität oder mit Optionen, Optionsscheine, was dagegen hedgt, alles in Ordnung. Aber bitte, bitte. Ich weiß, es ist unliebsam, ich weiß, es kostet Performance, aber es hält das Konto gegebenenfalls am Leben, wenn es dann mal ganz dicke kommt. Und auch solche Bewegungen sind nicht unmöglich, wenn auch vielleicht nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber wir müssen das im Hinterkopf haben. Deshalb ist mir das so wichtig, dass ich das immer wieder sage. Ich weiß, einigen kommt schon aus den Ohren raus. Es ist nicht wirklich spannend, über solche Sachen zu reden. Wir müssen uns als Händler, weil wir nie Gewissheit haben,
natürlich auf die jeweils nicht eingesehen oder nicht erwartete Richtung gegebenenfalls vorbereiten. Das erwartbare Bild ist aktuell kurzzeitig eher wohl noch nach unten. Dafür spricht eben dieses gesamte Verlaufsverhalten. Die Marktteilnehmer zeigen hier zumindest keine echte Stärke. Das kann man ja nie wirklich erkennen hier in der Geschichte. Und auch hier im Stundenchart, also Begeisterung, die jedes Mal so stark zurückkommt, finde ich, ich denke, das sieht anders aus. Also das ist aus meiner Sicht nicht wirklich so nachvollziehbar. Zumindest aktuell im kurzen Bild. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir diesen Umweg nochmal machen über den Weg nach oben, dass wir doch nochmal einmal hier rüberkommen und dann erst runtergehen oder ob es jetzt schon der Abwärtsweg ist. Das wäre aber grundsätzlich, es muss nicht ganz so tief, wie ich es jetzt gezeichnet habe, ist aber ein sehr typisches Bild. Wer mehr dazu will, guckt sich natürlich gerne das Video an, was ich hier in den letzten Tagen vorbereitet habe. Und aber natürlich ist eingeladen, auch bei Born for Trading mitzumachen. Link ist unten drunter, beziehungsweise beim Trade des Tages. Dann kriegt ihr auch immer wieder ganz konkrete Trading-Ideen da vorgesetzt. Beides kostenfrei und dementsprechend extrem praktisch für die, die noch mehr wissen wollen. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Video.